Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und wo ich bin, das seht ihr, glaube ich, schon. In der Sahara. Ich nehme euch mit. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Das ist ein Berberdorf. Vor 50 Jahren sind die Menschen hier weggegangen. Die Menschen haben in einer Mine gearbeitet und ja, die Mine war dann leer und dann sind sie woanders hingegangen. Da hinten ist Solar, weil hier gibt es eine Pumpe, das ist eine Mine hier. Ja, hier ist ein Brunnen. Also in dieser Mine hier wird Kohle abgebaut. Und zwar so für Kajalstift, dass sich die Damen hier schminken können. So, hier scheint es sehr touristisch zu sein. Ich bin schon ganz gespannt, was hier so los war oder was hier so los ist. Im gesamten Gebiet werden Steine abgebaut. Da ist noch die Mine in Betrieb. Und hier gibt es nichts mehr zu holen. Das hier ist ungefähr 10 bis 15 Meter tief. Und ja, hier findet man schon noch interessante Steine. Ich bin jetzt hier in einem Refugee Camp. Hier leben nur Menschen, die aus dem Sudan kommen. Die sind vor vielen Jahren mal hierher ausgewandert und sind einfach hier sesshaft geblieben. Hier sind so mehrere Zelte mit so kleinen Eingängen. Ich denke mal, so sah es früher mal aus, bevor sie ihre Häuser gebaut haben. Da seht ihr die ganzen Eingänge. Thank you. Sind die Toiletten. Ich bin schon ganz gespannt. Oh, tatsächlich touristische Toiletten. Und wo wir schon mal hier sind, das ist das Restaurant. Ich hoffe, es gibt sudanesisches Essen. Ich frage gleich mal. Und jetzt lasse ich mich erstmal hier nieder. Sieht doch schon mal lecker aus, oder? Heute gibt es Berber-Pizza. Yes, vegetables, meat. Meat? Yes. From? It's a cow. Okay. Beef. Beef. Okay.
Gurken, Beef, Onion, Carrot, Koriander, Spices, Fat. Okay. Onion, Salt, Cumin, Pepper. Yeah. I think that's what they have. Okay. Yeah. Enjoy it. Thank you. Ich habe einen neuen Nachbarn. Oh. She's sick. Little, yeah. It's sand. Da ist Sand ins Auge gekommen. Der Latte Macchiato heißt hier Nuss Nuss. So, wir sind im Car-Museum. Hier kann man schöne Autos anschauen. Mag ich zwar nicht, aber nimm alles mit. So, eine kleine Geschichte jetzt am Ende. Ich bin wieder in meinem Camp, wie ihr seht. Das war jetzt gar nicht so einfach, hierher zu kommen. Wir waren gegen 14 Uhr fertig mit der Tour. Und ich dachte, der fährt mich wieder hierher. So war es nicht kommuniziert. Ich musste praktisch vorne in der großen Stadt. Da ist so ein Hotelpension, die gehört hier zu. Da musste ich, also da hat er mich hingefahren, da musste ich warten und hat mir ein Zimmer angeboten. Und ich, nee, doch, ich kann da jetzt Pause machen. Und ich, nein, ich will zurück zum Zelt. Ich will noch eine Runde wandern gehen in der Wüste. Und er, okay, dann müssen wir warten, bis das Auto kommt. Ich meine, wir waren ja mit dem Auto unterwegs. Ich weiß bis heute nicht, also bis jetzt nicht, warum er mich nicht zurückfahren konnte. Jedenfalls haben die gedacht, die parken mich da in irgendeinem Hotelzimmer, haben mir eine Dusche angeboten und ich, nö, möchte nicht duschen, ich gehe ja noch wandern in der Sahara. Das war, da waren sie ein bisschen planlos. Dann ist er mit mir in die Stadt gegangen, Kaffee trinken. Da ging das Wi-Fi nicht. Okay, konnte auch nicht relaxen. Ich glaube, das war ein bisschen anstrengend für ihn, mit mir unterwegs zu sein. Er dachte, er parkt mich in dem Zimmer und dann kann er auch entspannen. So musste er mit mir in das Café gehen. Dort ging das Internet nicht. Dann habe ich mich gelangweilt. Das hat er mir wahrscheinlich angesehen. Dann sind wir wieder zurück in die Pension. Da ging das Internet dann. Und das haben sie mich immer so im 10-Minuten-Takt vertröstet, bis ich ihnen klar gemacht habe, ich will noch wandern gehen in der Wüste. Na, ich kann noch einen Tag länger bleiben. Nee, kann ich nicht, weil ich habe das Hotelzimmer in Fest schon gebucht. Ja, naja, also ich sag mal so, Zeit ist Geld, das ist jetzt nicht ihr Motto hier. Aber ihr seht, ich bin wieder hier und ich gehe jetzt ein bisschen da lang wandern. Natürlich barfuß, es ist so schön. Hier sind überall Häuser von einem Lizard, habe ich heute gelernt. Und wenn die Türen offen sind, so wie hier, dann ist niemand zu Hause, weil normalerweise gräbt er sich ein. Dann habe ich noch gelernt, dass es hier auch Skorpione und Schlangen gibt. Aber vor allem Skorpione gibt es jetzt momentan hier nicht so, weil sie frieren und sind jetzt irgendwo im Sand vergraben. Schaut mal, ich habe wieder einen Fuchsbau gefunden, aber dieses Mal scheint der Fuchs tatsächlich da drin zu sein, weil alles ist zu und man kann nicht so weit reinschauen. Aber da oben sieht man wieder, wie er gegraben hat für diese Höhle. Er schläft also und da liegt so ein schwarzer Wüstenkäfer. Der ist echt groß, der ist vielleicht 3 cm groß. Mein Fuchsbau Nummer 4 heute. Ich habe ja immer ein bisschen Angst,
dass mir ein Fuchs entgegenspringt, wenn ich dahin gehe. Nichts zu sehen. So ein schöner Sonnenuntergang. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und zwar geht es da nach Fes. Hatte ich euch eigentlich mein Camp gezeigt? Da ist es. Und da hinten? Der Tafelberg? Wo ist er? Da. Das ist die Grenze zu Algerien. Übrigens, hier seht ihr die dunklen Krümel. Das ist der Stall der Kamele. Hier parken die Kamele und so riecht es auch. Es ist Abendessen und ich habe heute ein Essen für 4 Personen ganz für mich alleine. Eine Tagine ganz für mich allein. Wer nicht weiß, was eine Tagine ist, hier ist praktisch so ein Deckel drauf, wie so ein Hut. Und hier in der Mitte ist meistens Fleisch. Hier ist jetzt Hühnchen. Mag ich heute nicht. Dann wird hier das Gemüse so herumgestapelt. Und zwar je nachdem, wie schnell es gart. Das heißt, die Möhren sind direkt am Fleisch. Und außen die Auberginen, die brauchen nicht so eine lange Garzeit. Und so wird das dann hier gestapelt. Und schmeckt sehr lecker. Hat euch das Video gefallen? Also mir hat der Tag sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Bis bald. Liebe Grüße von der Sahara-Sonne. Ciao.